So, es geht los. Wir schließen die Haustür ab. Jetzt beginnt das Abenteuer Norwegen im November. Kannst du losgehen? Ja, kann losgehen. Wir sind startbereit. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass wir jetzt in den Urlaub fahren. 2,5 Wochen nach Norwegen. Über Schweden mit Elchen. Aber erstmal fahren wir nach Dänemark zu unserem ersten Schlafplatz. Der befindet sich auf Odense, direkt an der Ostsee. Wir gucken mal, wie es dann morgen früh aussieht. Bis dahin, viel Spaß. Wir haben heute Mittwoch, den 27. Oktober. Und mal gucken, was uns auf dieser spannenden Adventure-Tour alles erwartet. So, wir verlassen jetzt den echten Norden. Und wir kommen in Dänemark. Und sind schon in Dänemark. Der erste Grenzübergang ist dann schon mal erledigt auf dem Weg zu den Lofoten. Steht hier niemand. Sehr kontrolliert. Boah. Dann fahren wir mal weiter, denn hier ist ja nicht so wirklich viel los. Das entspannte Fahren beginnt ungefähr in 2 Kilometern, das ist gar nicht mehr. Vielleicht hatten die aber auch heute Morgen noch nicht auf. Nein, natürlich. Das ist so ein Kassenhäuschen in Italien. Kanada. Nee, doch. Kanada. Da rein kann das Geld. Okay. Nee. Steht da dran, 245 Kronen. Da muss ich die reintun. Jetzt funktioniert hat oder warum es jetzt nicht so funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Weil wir den Schlitz nicht gefunden haben, wo die Scheine rein müssen. Und dann hat so ein freundlicher Schalterwärter sein Schalterhäuschen aufgemacht, hat gezeigt, da unten müsst ihr hin. Und dann habe ich den Schein da eingeführt und alles ist gelaufen. Ja, da ging die Schranke auf und ich habe gesagt, gute Fahrt. Und dann sind wir gefahren. So, der Mann war nett. Wir fahren jetzt Richtung Kopenhagen. Ich habe nämlich in meinem hervorragend Dänisch Good Morning gesagt und da strahlte er über alle 4 Backen. Ach, war das schön. So, jetzt fahren wir Richtung Kopenhagen, ja. Genau. Wie spannend, weil wir dann auf eine Brücke kommen, die heißt Öresundbrücke. Und da geht es irgendwie dann auch mal unter dem Meer drunter her und dann irgendwie wieder oben drüber. Ja. Dann aber die Brücke haben wir schon bezahlt, das dürfte eigentlich jetzt nicht so schwierig werden. Und dann sollten wir rein theoretisch in Malmö rauskommen. Naja, wir gucken mal, ob das auch so klappt, wie wir uns das vorgestellt haben.
Die Brücke seht ihr ja gleich. Ja, haben wir ein Amphibienfahrzeug? Auf der rechten Seite. Wie tief dürfen wir einsacken? Wo parken wir denn jetzt? Nicht auf dem Podom.
So, wir sind jetzt an unserem heutigen Schlafplatz angekommen. Wir stehen jetzt hier in Schweden am Vänern. Das ist der größte See Schwedens und der drittgrößte See in Europa. Mit einer Fläche von 5.900 Quadratkilometern. Von dem wir jetzt, glaube ich, ein Miniaturstück sehen. Aber es ist wirklich toll hier. Und wer mich kennt, der weiß ja, dass ich ja voll auf Wolken stehe. Und die Wolken hier sind wirklich ziemlich cool. Aber es ist gleich vorbei mit Licht, weil es wird schon wirklich extremst duster. Da steht Paul. Ich bin da gerade den Topf angeschmissen. Wir machen jetzt erstmal was zu essen. Bleiben heute Nacht hier. Und morgen gucken wir mal, wie weit wir kommen. Wir haben heute eigentlich versucht, auf Elchjagd zu gehen. Aber wir haben leider keine Elche gefunden oder gesehen. Nur viele Schilder und so Übergänge. Aber leider keine Elche. Naja, wird schon noch kommen. Hier 13 Grad. Es ist ziemlich windig. Aber es kann eigentlich nur besser sein als letzte Nacht. Na, mal gucken. Wir essen jetzt erstmal was. Guten Morgen, wir sind in Schweden. Andrea hat euch ja gestern schon einiges über diesen See hier erzählt, was hier alles ist. Es ist jetzt 8.30 Uhr. Es ist trocken, es war eine super ruhige Nacht. Und jetzt ist alles easy going. Einen schönen guten Morgen. Nachdem das ja eben mit der Videoaufnahme nicht ganz geklappt hat, habe ich jetzt erstmal wieder den Akku getauscht. Und wir versuchen unser Glück jetzt nochmal von vorne. Wir sind jetzt schon unterwegs, wie man uns schwer erkennen kann. Ich glaube, das Schlimmste der Strecke haben wir gerade schon gemeistert. Deswegen habe ich überhaupt die Kamera erst angemacht. Jetzt ist es eigentlich ganz normaler Waldweg. Wir haben den Weg da gestern schon gefilmt, als wir hier gefahren sind. Und das war schon echt spooky. Ja. Aber es war eine super ruhige Nacht und es war ganz toll und wir waren nicht alleine. Aber unsere Nachbarn, die sind schon unterwegs. Wir haben jetzt heute ungefähr 8 Stunden zu fahren. Wir wollen zwischendurch auch mal irgendwo entsorgen. Haben uns da jetzt entsprechende Plätze rausgesucht. Und gucken mal, wie wir heute vorankommen. Warum tun wir uns das an? Weil Spaß macht! Die Frage ist nur wem? Mir und Paul! Wie war das ein 4x4? Nee, die Frage, die ich mir stelle, ist, was machen wir, wenn uns jemand entgegenkommt? Augen zu und durch. Hier kommt uns keiner entgegen.
als ob keiner so bekloppt ist wie wir, oder was? Nein, dann fährst du lang rückwärts. Und bist hier ohne coole Platz ist, so wie hier. Fast hätten sie das Ziel erreicht. Jetzt wird's lustiger.